So, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie da sind, an einem so schönen Tag. Jedenfalls hier, wo ich bin, es ist wunderschön. Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht, dass Sie die letzten Monate gut überstanden haben, so gut wie es ging. Viel lieber wäre ich jetzt in Weimar und viel lieber würde ich Sie jetzt persönlich sehen. Ich sehe ein paar kleine Bilder. Nachher, wenn nach dem Vortrag beende ich die Präsentation und dann können wir uns vielleicht auch alle gemeinsam nochmal sehen. Es gibt keine Moderation, deswegen darf ich mich ganz kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Sabine Schülting. Ich bin Professorin für englische Literatur und Kultur an der Freien Universität Berlin. Ich bin als Herausgeberin des Shakespeare-Jahrbuchs auch Mitglied des Vorstands der Shakespeare-Gesellschaft. Und ich freue mich, dass ich heute nach dem Vortrag von Roland Weitle zu Shakespeare und Machiavelli vor 2 Wochen nun den zweiten Vortrag in unserer Miniserie Shakespeare und die Politik halten kann. Und diese Miniserie ist eine Einstimmung auf das Thema unserer Jahrestagung, die ja dann hoffentlich live und nicht über Zoom vom 12. bis zum 14. November stattfinden wird. Der Vortrag von Herrn Weitle, falls Sie den verpasst haben sollten, ist noch auf YouTube verfügbar. Sie können ihn sich da auch noch mal anschauen. Den Link finden Sie auf der Website der Shakespeare-Gesellschaft. Ich hoffe, dass Sie mich alle gut hören können. Wenn nicht, würde ich die Technik um eine kurze Intervention bitten. Aber ich glaube, das müsste passen. Zum Thema Technik. Zunächst mal meinen ganz herzlichen Dank an Herrn Nauber von Culture Care Weimar, der diesen Vortrag technisch betreut und mir dann nachher in der Diskussion auch zur Seite stehen wird. Gerade kam eine Nachricht, dass technisch alles in Ordnung ist. Deswegen, ich sollte jetzt mal aufhören, in den Chat zu gucken. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei Frau Rudolph von der Geschäftsstelle der Gesellschaft bedanken, bei der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek bzw. Klassik-Stiftung Weimar, die diese Reihe quasi als Gastgeber dieser Reihe fungieren. Ich darf Sie ganz kurz mit den technischen Gegebenheiten und Gepflogenheiten hier vertraut machen. Die meisten von Ihnen kennen das auch alles. Ganz wichtig, bitte lassen Sie immer Ihr Mikrofon ausgeschaltet, es sei denn, Sie wollen eine Frage stellen und ich rufe Sie auf. Das ist jetzt nicht Unhöflichkeit und autoritäres Gehabe. Es ist ganz fürchterlich. Es gibt üblicherweise dann ganz fürchterliche Rückkopplungen und Geräusche, die nerven, wenn Sie Ihr Mikrofon anstellen. In der Regel sollte Ihr Mikrofon ausgeschaltet sein. Ich höre auch nichts, von daher passt das alles. Wenn ich Sie dann nachher in der Diskussion aufrufe, stellen Sie bitte Ihr Mikrofon an, sonst hören wir Sie nicht, logischerweise. Einige von Ihnen haben das Video angeschaltet, andere haben es ausgeschaltet. Das entscheiden natürlich Sie selbst. Wenn Sie nachher, nach meinem Vortrag beende ich diese Präsentation und wenn Sie wollen, können Sie sich dann auch quasi die anderen Mitglieder des Publikums anzeigen lassen. Das können Sie auswählen, oben rechts in Ihrem Bildschirm. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt auch geht. Ich glaube ja. Da haben Sie die Möglichkeit, sich entweder den aktuellen Sprecher oder die Sprecherin anzusehen oder auch eine Galerieansicht, wo Sie dann eben die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch sehen. Wenn Sie nachher eine Frage stellen wollen, würde ich Sie bitten, entweder diese Frage in den Chat zu tippen. Zur Chatfunktion können Sie unten rechts auf Ihrem Bildschirm gehen und dann können Sie da was eintippen und sinnvollerweise schicken Sie das an alle. Sie können aber auch Ihre virtuelle Hand heben. Bitte heben Sie nicht nur auf dem Video Ihre Hand, weil ich tatsächlich nicht alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen gleichzeitig sehe. Die virtuelle Hand finden Sie auch unten im Menü auf Ihrem Bildschirm unter Reaktionen.
Das wird mir dann angezeigt und ich würde sie dann in der Reihenfolge der Meldung aufrufen und sie bitten, ihre Frage zu stellen und dann möglichst auch die Frage beantworten. Schauen wir mal. Das Video oder dieser Vortrag wird auch auf YouTube gestreamt und zwar live. Und diejenigen, die live jetzt sich das über YouTube ansehen, können sich auch an der Diskussion beteiligen. Also sie können auch Fragen stellen. Allerdings müssen sie da in jedem Fall über die Chatfunktion gehen. Und von der Technik werden mir dann ihre Fragen zugespielt. Sie können leider nicht mit ihrer Stimme mitdiskutieren. Das funktioniert nicht. Der Vortrag wird dann auf YouTube gestellt. Also er wird nicht nur live gestreamt, Sie können ihn sich dann auch später nochmal angucken, wobei ich jetzt nicht glaube, dass Sie ihn dann nochmal sehen wollen, aber er wäre dann noch da. Gut, ich glaube, das reicht an Vorrede. Ich spreche über Shakespeare und die Fremden, 1517, 1600, 2018. Dieses Thema bewegt mich seit einiger Zeit. Es fügt sich auch ein in meine Forschung zu Kulturbegegnungen auf der einen Seite, aber auch zu der Frage nach, ja, im weitesten Sinne der Frage, wie heutige beziehungsweise zeitgenössische Konflikte und Debatten, gerade auch im Hinblick auf kulturelle Differenzen im Spannungsfeld zwischen selbst und anderem, über Shakespeare, verhandelt werden und verhandelt wurden. Dazu habe ich gemeinsam mit dem Kollegen Zeno Ackermann vor einiger Zeit, noch nicht so allzu langer Zeit, ein Buch geschrieben über Shylock on the German Stage. Ich bin jetzt mal ganz frech und nutze das für Werbung. Precarious Figurations, Shylock on the German Stage, 1920 to 2010. Also um die Frage, wie die Auseinandersetzung im weitesten Sinne mit Antisemitismus, mit der Begegnung zwischen mit der jüdischen Bevölkerung in Deutschland, allgemein Fragen von kultureller Differenz über Inszenierungen im 20. Jahrhundert und im frühen 21. Jahrhundert des Kaufmann von Venedig verhandelt werden. Das Buch liegt jetzt auch in einer Taschenbuchausgabe vor, kostet nur 19,95 €, wenn Sie wollen. Kaufen Sie es sich gerne. Sie müssen aber nicht. Dieser Vortrag ist zudem, und dann fange ich auch wirklich an, irgendjemand hat jetzt gerade sein oder ihr Mikro angemacht. Würden Sie das bitte noch mal ganz kurz kontrollieren? Dieser Vortrag ist eine Vortragsversion auch eines Aufsatzes, den ich vor einiger Zeit geschrieben habe, der in Kürze erscheinen wird, und zwar im Shakespearean International Yearbook in diesem Jahr noch unter dem Titel This is the Stranger's Case. So, jetzt geht's los. Am 20. Juni, also Sonntag in einer Woche, ist Weltflüchtlingstag, der von den Vereinten Nationen begründet wurde und in diesem Jahr zum 20. Mal begangen wird. Vor 3 Jahren, anlässlich des Weltflüchtlingstags 2018, produzierte das Globe Theatre gemeinsam mit dem International Rescue Committee einen Kurzfilm mit dem Titel The Stranger's Case, Shakespeare's Rallying Cry for Humanity. In dem Film tragen 12 Sprecher und Sprecherinnen, unter ihnen Amateure, Amateurinnen und bekannte SchauspielerInnen, Zeilen aus der 6. Szene von Sir Thomas More vor, die unter dem Titel The Stranger's Case, beziehungsweise in Deutschland Die Fremden, bekannt geworden sind. Sir Thomas More, das wissen Sie vielleicht, ist ein Theaterstück über den englischen Humanisten und Politiker Thomas Morus, der von Heinrich dem VIII. Hingerichtet wurde, da er sich weigerte, Heinrichs Trennung von Rom und seinen Suprematsanspruch anzuerkennen. Das Stück wurde von Anthony Munday und Henry Chettle entweder Mitte der 1590er Jahre oder um 1600 verfasst, aber es fiel beim Zensor Edmund Tilney, dem Master of the Revels, in Ungnade. Das Problem war wohl weniger die Tatsache, dass ein katholischer Märtyrer auf die Bühne gebracht werden sollte, als vielmehr der Einbezug eines fremdenfeindlichen Aufstands in den ersten Szenen des Stücks. Tilney mahnte eine Überarbeitung an, die einige Jahre später, vermutlich 1603 oder 1604, von mehreren Autoren ausgeführt wurde. Das waren neben Chettle selbst Thomas Dekker, Thomas Heywood und eine sogenannte Handschrift D, von der man heute allgemein davon ausgeht, dass es sich um Shakespeare handelt.
Für die Shakespeare-Forschung ist dieses überarbeitete Manuskript nicht zuletzt deshalb von großer Bedeutung, als drei seiner Seiten das einzige erhaltene Dokument mit Shakespeares Handschrift ist. Für meinen heutigen Vortrag sind sie insofern interessant, als es in eben der von Shakespeare den Aufstand zu besänftigen, indem er den Londoner Bürgern und Bürgerinnen in einer bewegenden Rede die Lage der Fremden vor Augen führt. Die Zeilen, die in dem Kurzfilm vorgetragen werden, lauten, und ich zitiere auf Englisch, aber auf der Folie können Sie die deutsche Übersetzung mitlesen. Ich muss jetzt mal gerade gucken, ob mir hier irgendetwas... Ja, die Shakespeare-Gesellschaft schreibt mir, dass ich noch auf meinem Deckblatt bin. Ja, das weiß ich, das sollte auch so sein. Und jetzt bin ich auf der nächsten Seite. Also, ich zitiere, ich lese es auf Englisch vor und Sie sehen hier die deutsche Übersetzung. Imagine that you see the wretched stranger, their babies at their backs with their poor luggage, plodding to the ports and coasts for transportation. And that you sit as kings in your desires, authority quite silenced by your brawl. And you in rough of your opinions closed, what had you got? I'll tell you, you had taught how insolence and strong hands should prevail, how order should be quelled. And by this pattern, not one of you should live an aged man. For other ruffians, as their fancies wrought with self-same hand, self-reason and self-right, would shark on you, and men like ravenous fishes would feed on one another. Say now the king, as he is clement, if the offender mourn, should so much come too short of your great trespass as but to banish you, whither would you go? What country, by the nature of your error, should give you harbor? Go you to France or Flanders, to any German province, Spain or Portugal, nay, anywhere that not adheres to England? Why, you must be strangers. Do you be pleased to find a nation of such barbarous temper that breaking out in hideous violence would not afford you an abode on earth, whet their detested knives against your throats, spurn you like dogs, and like as if that God owed not nor made you not you, what would you think to be thus used? This is the stranger's case, and this your mountainous inhumanity. In der Shakespeare-Forschung war diese Passage natürlich nicht unbekannt und sie war auch schon vor der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015-16 verschiedentlich in Arbeiten zu frühneuzeitlicher Migration diskutiert worden. 2016 ging die Rede dann allerdings viral, wie es so schön heißt. Im April 2016, im Rahmen der Gala der Royal Shakespeare Company, anlässlich Shakespeares 400. Todesjahrs, wurden die Zeilen von Sir Ian McKellen vorgetragen. McKellen hatte den Moor bereits 1964 gespielt, und zwar in der ersten professionellen Inszenierung des Stücks im Theater von Nottingham, anlässlich der Feierlichkeiten zu Shakespeares 400. Geburtstag. 2016 nimmt er dann diese Rolle noch einmal auf. Seine Performance wurde mit dem Hinweis eingeleitet, dass Shakespeare diese außergewöhnliche Rede verfasst habe, mit dem Thomas More am Maifeiertag den rassistischen Aufstand in London beendete und den Mob dazu brachte, die Not der Fremden zu bedenken. Bereits einige Wochen zuvor, im März 2016, hatte die British Library für internationale Schlagzeilen gesorgt, als sie ankündigte, die drei besagten Manuskriptseiten im Open Access, also frei verfügbar, auf ihre Website zu stellen. Das internationale Medienecho war beträchtlich. Am 15. März 2016 trug Dame Harriet Walter besagte Rede in der Sendung BBC Newsnight vor einer riesigen Projektion des Manuskripts. Und das sehen Sie hier auf der Folie. Zahlreiche Zeitungen berichteten. Hier sind einige Schlagzeilen. Im Sommer 2016 brachte der Deutsche Taschenbuchverlag die Rede in einer zweisprachigen Version heraus. Das dünne Bändchen trug den Titel Die Fremden für mehr Mitgefühl. Die deutsche Übersetzung war von Frank Günther besorgt worden, dem wohl wichtigsten deutschen Shakespeare-Übersetzer der Gegenwart, der am 15. Oktober des vergangenen Jahres viel zu früh verstorben ist. Die Ausgabe wurde als Weckruf aus einer anderen Zeit beworben, wie es in dem roten Aufkleber auf dem Umschlag hieß.
Günther erläutert in seinem sehr lesenswerten Nachwort die kuriose Geschichte der Rede und liefert eine informierte Diskussion der Szene. Heribert Prantl, Journalist der Süddeutschen Zeitung, steuerte ein engagiertes Vorwort bei mit dem Titel »Wenn wir Flüchtlinge wären«, indem er Shakespeares Text als Kommentar zur aktuellen Debatte um Flucht und Migration liest. In meinem heutigen Vortrag möchte ich mich anhand dieses intensiven Medienechos auf die Passage aus Sir Thomas More mit der Frage auseinandersetzen, was es bedeutet, wenn Shakespeare als moralische Autorität in einer politischen Diskussion der Gegenwart aufgerufen wird. Ist Shakespeare unser Zeitgenosse? Müssen wir ihn uns so vorstellen wie den Geist des alten Hamlet, der uns nicht nur dazu drängt, uns zu erinnern, sondern uns auch dazu bewegen will, aktiv zu werden? Lassen sich die fremdenfeindlichen Ausschreitungen von 1517 und dem späten 16. Jahrhundert mit den aktuellen Debatten um Flucht und Migration vergleichen? Kann Shakespeare uns helfen, aus der Geschichte zu lernen und mehr Mitgefühl für andere zu entwickeln? Und welche Rolle kann eine solche emotional geführte Diskussion für die Politik spielen? Mein Vortrag ist grob chronologisch strukturiert. Ich beginne im 16. Jahrhundert und werde zunächst die geschichtlichen Ereignisse kurz zusammenfassen, bevor ich zu meiner eigentlichen Fragestellung komme. Einigen von Ihnen wird das natürlich bekannt sein und das Stück wird Ihnen auch bekannt sein und die Debatte um das Stück, Sie bitte ich um ein wenig Geduld. Am Maifeiertag 1517, dem sogenannten Evil May Day, explodiert in London die Gewalt gegen die Fremden, die sogenannten Strangers oder auch Aliens, das war tatsächlich auch ein Begriff. Die Strangers der Zeit waren Kaufleute vom Kontinent, aber auch flämische Weber, die sich seit dem 14. Jahrhundert in England angesiedelt hatten. Die Ausschreitungen kosteten keine Menschenleben, aber es gab viele Verletzte. Zudem wurden zahlreiche Häuser und Läden geplündert bzw. beschädigt. In der Version der Ereignisse, die Edmund Hall in seiner Chronik zeichnet, versuchte Thomas Morus, die Aufständigen dazu zu bewegen, nach Hause zu gehen, allerdings ohne Erfolg. Die Obrigkeit war offensichtlich zunächst hilflos und es scheint nicht ganz klar zu sein, ob der Aufstand durch die Unterstützung der bewaffneten Männer des Duke of Norfolk beendet wurde oder einfach nach und nach abebbte. HistorikerInnen sehen die Gründe für die Unruhen in den Sorgen vor allem der verarmten Jungbevölkerung, die sich gegenüber den Fremden ökonomisch und gesellschaftlich benachteiligt sah und deren angebliche Privilegien nicht akzeptieren wollte. Zahlreiche Aufständische wurden verhaftet und in einer Inszenierung von königlicher Souveränität wurden 14 von ihnen hingerichtet, während die restlichen 400 begnadigt wurden. Im 16. Jahrhundert kam es immer wieder zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen, vor allem aber in den späten 1560er Jahren und dann wieder zu Ende des Jahrhunderts. 1593, also 76 Jahre nach dem Evil May Day, wurde an die Mauer der holländischen Kirche in Broad Street Wood ein Pamphlet angenagelt, das sogenannte Dutch Church Libel, ein 53 Zeilen langes gereimtes Machwerk. Es war wieder an die Strangers adressiert. Ab Mitte des 16. Jahrhunderts waren das aber nun immer mehr Protestanten und Protestantinnen, die vor der Verfolgung der katholischen Gegenreformation geflohen waren. Das Pamphlet bezichtigte sie unfairer Handelspraktiken und machte sie für die Armut der englischen Kaufleute und Handwerker verantwortlich. Es endete mit einer dezidierten Drohung, die Sie hier sehen. Wir werden euch die Kehle durchschneiden, wenn ihr in euren Tempeln betet, in keinem Massaker in Paris. Und die Anspielung ist hier natürlich auf die Bartholomäusnacht von 1572. Wurde so viel Blut vergossen, wie wir es tun werden in unserer berechtigten Rache an euch allen, die ihr die Religion als Vorwand für eure Flucht angegeben habt. Der ursprüngliche Text von Sir Thomas More, also des Theaterstücks, spielt folglich indirekt auf diese zeitgenössischen Ereignisse an, in einem Historiendrama, das mit dem Evil May Day von 1517 beginnt. Es stellt Geschichte und Gegenwart zueinander in Beziehung und im Globe-Film wird dies gewissermaßen noch einmal verdoppelt, indem eine weitere historische Ebene dazukommt, nämlich die Gegenwart. Für den frühneuzeitlichen Zensor wird diese historische Verschränkung der Grund für seinen Eingriff in das Manuskript gewesen sein. Er notierte am linken Rand des Manuskripts zu den einleitenden Szenen der ersten Szene, den Aufstand zu streichen und mit einer Rede Moores über dessen Ende zu beginnen. Leave out the insurrection wholly and the cause thereof and begin with Sir Thomas More at the mayor's sessions, with a report afterwards of his good service done being sheriff of London upon a mutiny
against the Lombards, only by a short report and not otherwise, at your own perils, gezeichnet Edmund Tilney. Nina Levin hat überzeugend kommentiert, dass Tilney offenbar eine potenziell gefährliche Aufführung des Aufstands auf der Bühne durch einen Bericht ersetzt sehen wollte. Es wäre durchaus im Einklang mit den zeitgenössischen Angriffen auf die Theater, die argumentierten, dass die Aufführung von lasterhaften Verhalten das Publikum zur Nachahmung anstacheln könne. Am 13. September 1595 beispielsweise beklagte sich der Lord Mayor beim Privy Council, Stage plays move wholly to imitation and not to the avoiding of those vices which they represent. Die frühneuzeitlichen Kritiker waren sich also der Wirkungsweise des Theaters beziehungsweise der Aufführung der Historiendramen, um die es mir ja hier geht, sehr wohl bewusst. Der Wirkungsweise, die unter anderem Frederick Rocum in Performing History, einem Buch von 2000, theoretisiert hat. Durch die körperliche Präsenz von Schauspielern und Schauspielerinnen auf der Bühne entfaltet das Theater eine spezifische affektive Energie, die eben aus dieser präsentischen Aufführung historischer Ereignisse resultiert. Die Überarbeitung, die 1603, 1604 vorgenommen wurde, folgte den Anweisungen des Zensors nicht vollständig. Sie lieferte aber eine ideologische Revision der Szenen. Sie konstruiert Moore nun als geschickten Politiker, dem es gelingt, den sozialen Frieden wiederherzustellen. Damit geht auch eine veränderte Beurteilung der Bürger und Bürgerinnen einher, also der Aufständischen. Die ersten Szenen folgen den Chroniken von Holland Holinshed und zeigen einen Konflikt zwischen ehrlichen BürgerInnen und ausländischen Höflingen. Einer der lombardischen Adligen stiehlt einem Zimmermann nicht nur seine Tauben, die der auf dem Markt gekauft hat, sondern auch seine Frau und verlangt dann, dass er für ihre Bewirtung zahlen solle. Scheint das Stück somit zunächst mit den BürgerInnen zu sympathisieren, denen die Obrigkeit ihr Recht und ihre und Gerechtigkeit verwehrt, wird ihr Anliegen in der Überarbeitung tendenziell kleingeredet und lächerlich gemacht. Sie fürchten sich nun plötzlich vor ausländischem Gemüse, das angeblich Krankheiten verursacht. Auch sind sie deutlich weniger individualisiert. Moore konfrontiert sie mit seinem orthodoxen Verständnis von politischer Ordnung. Er beschreibt den Aufstand als Gefahr für Frieden und gesellschaftliche Stabilität, in dem Raubfisch gleich Mensch den Menschen fressen würde. Dann zeichnet er das Bild der elenden Fremden, das ihrem bisherigen Erscheinen auf der Bühne diametral entgegengesetzt ist und ihre soziale Stellung ins Gegenteil verkehrt. Sie sind plötzlich nicht mehr die arroganten Adligen aus den ersten Szenen, sondern heimatlose Flüchtlinge mit Lumpenbündeln, Kindern auf dem Rücken, zu Küsten und zu Häfen trottend. Moore fordert seine Zuhörer und Zuhörerinnen auf, sich in die Lage dieser Fremden hineinzuversetzen, und er erinnert sie daran, dass sie vielleicht sehr bald schon dieses Schicksal mit den Fremden teilen könnten, wenn sie nämlich von der Obrigkeit für ihr Verhalten verbannt würden. Whither would you go? What country by the nature of your error should give you harbor? Und so weiter. Es entsteht hier in dieser Szene ein Bild der Exilanten, Exilantinnen, die ausgeschlossen aus der Gesellschaft um ihr Überleben kämpfen müssen, weil sie mit ihrer Verbannung alle Hoffnung auf Unterstützung verloren haben. Mit anderen Worten, Sir Thomas Moore liefert eine düstere Analyse des prekären Status von Geflüchteten, die zweifellos auch heute noch einige Aktualität besitzt. Die überarbeitete Version von Sir Thomas Moore kam allerdings dann im frühneuzeitlichen England wohl nie zur Aufführung. In einem 2017 im New Yorker veröffentlichten Artikel unter dem Titel Shakespeare's Cure for Xenophobia schreibt der bekannte Shakespeare-Forscher Stephen Greenblatt, dass die Zeilen aus Sir Thomas Moore mit Nachdruck zu einem der drängendsten Probleme der Gegenwart Stellung nehmen. Er fügt hinzu, dass die Literatur natürlich kein Ersatz für eine kohärente, sichere und humane internationale Flüchtlingspolitik sei, doch dass uns Moores Rede das Leid der Fremden vor Augen führen könne. Und eben dieses Ziel verfolgt auch der eingangs erwähnte Film The Stranger's Case. Ich kann hier nicht zuletzt aufgrund von Copyright-Bestimmungen diesen Film nicht zeigen, sondern muss mich auf Screenshots beschränken. Sie können ihn sich aber auf dieser Website ansehen. Er ist auch ganz einfach über YouTube zu finden. Der Film ist 2 Minuten und 20 Sekunden lang. Er wurde in Shakespeare's Globe in London gedreht und zeigt sowohl Außenaufnahmen, die Bühne wie auch Innenräume.
Die meisten der Sprecher und Sprecherinnen sind bekannte Schauspielerinnen aus Theater, Fernsehen und Kino. Und zwar Kim Cattrall, Noam Dumasweeney, Indira Varma, Alfred Enoch, Alena Headey, Sophie Thompson, Yasmin Cardi und Jamael Westman. Das Line-up ist multiethnisch und dürfte für sehr unterschiedliche Zuschauer und Zuschauerinnen aus verschiedenen Altersgruppen etwas zu bieten gehabt haben. Und jeder wird irgendwen schon mal in einem der verschiedenen Filme oder Serien gesehen haben. Ergänzt wurde diese Gruppe von SchauspielerInnen durch vier Amateure und Amateurinnen, nämlich Mohand Hasib Al-Rusol Badl aus Südsudan und Rayan Asari, Sana Kikia und Sofsan Abu Zainedine aus Syrien. Der Film beginnt mit einem Fokus auf Kim Cattrall, die auf der leeren Bühne des Glaubens steht. Während die Kamera sie langsam heranzoomt, hört man Stimmen aus dem Off, wie von einem gespannten Publikum im Auditorium kurz vor Beginn einer Aufführung. Cattrall schaut direkt in die Kamera und es wirkt so, als würde sie uns anschauen. Dann beginnt sie mit den ersten Zeilen aus Sir Thomas More: Imagine that you see the wretched strangers. Die Kamera schwenkt dann auf die Innenbühne, wo Yasmin Cardi steht und mit den nächsten Zeilen fortfährt: That you sit as kings in your desires und so weiter. Und so geht es dann immer weiter. Jeder Sprecher und jede Sprecherin rezitiert ein paar Zeilen, während das Setting ständig wechselt, von der Bühne zum ikonischen Gebäude des Globe und schließlich auch ins Innere des Sam Wanamaker Playhouse. Am Ende sprechen sie alle gemeinsam die Zeilen This is the stranger's case and this your mountainous inhumanity, während die Kamera von einem Gesicht zum nächsten wechselt. Im Stück bringt Thomas Moores Rede die Aufständischen zur Einsicht. Handeln wir, wie wir an uns gehandelt sehen wollen, heißt es mit deutlichen Anklängen an Matthäus 7,12 aus dem Neuen Testament. Ihre Umkehr ist der Effekt von Moores kraftvoller Rhetorik. In unserer visuellen Kultur wollten die Filmemacher sich offensichtlich nicht auf die Macht der Worte verlassen. In dem Vortrag werden kurze Bilder von Flüchtlingen, von Flüchtlingscamps und Krisenszenarien eingeblendet, die Moores Zeilen gewissermaßen illustrieren. Es tut mir leid, wenn die Qualität vielleicht nicht ganz so gut ist. Das sind aber jetzt Screenshots und die Bilder waren einfach nicht besser hinzukriegen. Eins der Bilder zeigt eine Aufnahme nach einem Schiffsunglück, vermutlich an der Mittelmeerküste. Es begleitet die Zeilen What country by the nature of your error should give you harbor? Die Einschübe sind jeweils kaum mehr als eine Sekunde lang. Sie blitzen kurz auf und eröffnen einen flüchtigen Blick auf die Wirklichkeit, die Moore uns vor Augen führt. Der Soundtrack unterstützt die zunehmende Dringlichkeit des Vortrags. Er wechselt von einem Hintergrundgeräusch, das an Wind erinnert, zu einem hochfrequenten Ton und schließlich zu einem Ticken. Der Film endet dann mit einer Mahnung auf einem weißen Bildschirm. This is Shakespeare's rallying cry for humanity. Now it's your turn. Ergänzt wird das durch die Aufforderung Share now and Hashtag Stand with Refugees. Dazu ist elektronische arabische Musik zu hören, die, wenn ich das richtig recherchiert habe, weil der Künstler ist hier nicht mehr in der Pressemitteilung angegeben, aber ich glaube, dass das aus einem Live-Track von Anas Maghrebi aus dem Konzert Live in Beirut, Global Week for Syria von 2015 stammt. Während die bekannten Schauspieler und Schauspielerinnen dem Film symbolisches Kapital verleihen und die globale Populärkultur mit Shakespeare und Film und Fernsehen mit Shakespeares Globe verbinden, steuern die vier Amateure und Amateurinnen, wie auch Yasmin Cardi und Anas Maghrebi, Authentizität bei. Cardi verließ Sierra Leone bereits 1991 während des Bürgerkriegs und Maghrebi floh 2013 aus Damaskus und lebt heute in Berlin. Die AmateurInnen, deren Identität und Hintergrund in der Presseerklärung benannt werden, sind im Film sehr deutlich durch ihre starken Akzente, ebenso wie durch ihre nicht professionellen Sprechstimmen, erkennbar. Ein gemeinsamer Auftritt von Stars und Geflüchteten bzw. den Opfern anderer Katastrophen ist in den Medienproduktionen von Wohltätigkeitsorganisationen nicht ungewöhnlich und sie hilft üblicherweise dabei, das Spendenaufkommen zu erhöhen. Dagegen ist zunächst erst auch
mal gar nichts einzuwenden. In diesem Film ist die Situation insofern komplizierter, als die Geflüchteten ja gewissermaßen auch als SchauspielerInnen agieren und die Shakespeare-Zeilen sprechen. Auch sie sprechen in der dritten und nicht in der ersten Person von den Fremden. Tatsächlich zeigt der Film nur wenige Geflüchtete. Mit Ausnahme eines Kindes in den Armen seiner Mutter oder seines Vaters und mit der Ausnahme von drei Figuren, glaube ich, sind es am Strand, die in Rettungsdecken gehüllt sind. Was wir stattdessen sehen, sind Bilder, die Refugees evozieren. Der Begriff lässt sich schwer übersetzen. Für Peter Nyers bezeichnet er ein Konzept, das die verschiedenen Konnotationen von Flucht und Geflüchteten einschließt. Also Krieg und Bürgerkrieg, Flüchtlingscamps, Grenzgebiete und Schiffsunglücke. Nur von dem genannten Kind sehen wir das Gesicht, während die übrigen Figuren von hinten oder aus weiter Entfernung gezeigt werden. Bei anderen ist das Gesicht vollständig oder teilweise verdeckt. Zweifellos ist es sinnvoll, menschliches Leiden nicht in Szene zu setzen und so gegebenenfalls zu ästhetisieren. Und doch kann der Film die Stereotypisierung von Geflüchteten nicht vermeiden. Wenn den Figuren genau das fehlt, was menschliche Subjektivität ausmacht, Sprache, Namen, Herkunft, Sichtbarkeit, Handlungsfähigkeit. Es geht mir ja gar nicht um eine philosophische Idee des autonomen Subjekts, sondern um politische und beziehungsweise soziale Identität, die durch Staatsangehörigkeit konstituiert wird und die die Geflüchteten verloren haben. Durch die Montage unterscheidet der Film sehr klar zwischen denjenigen, die sprechen können, und solchen, über und für die gesprochen werden. Zwischen denen gesprochen wird. Zwischen denen, die einen Namen haben und eine soziale Identität, und denen, deren Existenz auf das nackte Leben reduziert ist. Und während die SprecherInnen räumlich klar im Glauben verortet sind, werden die Geflüchteten mit räumlicher Unordnung assoziiert, mit zerstörten Häusern, dem Chaos von nicht näher bestimmten Flüchtlingscamps, mit Grenzgebieten, dem Müll an irgendeinem Strand nach einem Schiffsunglück. Auf diese Weise gerät die Raumlogik des Nationalstaats in den Blick, die Menschen nationalen Räumen zuordnet und scharf zwischen Innen und Außen trennt, zwischen denen, die reisen und Grenzen überschreiten dürfen, und solchen, denen die Einreise verwehrt wird. Der Verlust der Heimat, den die Geflüchteten erfahren, bedeutet folglich nicht nur, der Unbill der Elemente ausgesetzt zu sein und die Risiken der Flucht auf sich nehmen zu müssen. Man könnte argumentieren, dass der Film die Figuren der Geflüchteten und die Szenarien der Flucht als phantasmagorische Bilder zeigt. Sie stören die räumliche und die politische Ordnung, und zwar die des Nationalstaats und auch die des Films, des Theaters, für einen kurzen Augenblick wie ein Schluck auf, so schreibt Nyers. Hannah Arendt hat mit Bezug auf die Flüchtlingsbewegung nach dem Ersten Weltkrieg die Aporien der Menschenrechte betont. Sie resultiere, die Aporie, nicht zuletzt aus der historischen Verquickung der Menschenrechte mit dem modernen Nationalstaat. Denn in dem Moment, in dem man die Bürgerrechte verliere, werden auch die Menschenrechte prekär, betont Arendt. Ich zitiere: Nun stellte sich plötzlich heraus, dass in dem Augenblick, in dem Menschen sich nicht mehr des Schutzes einer Regierung erfreuen, keine Staatsbürgerrechte mehr genießen und daher auf das Minimum an Recht verwiesen sind, das ihnen angeblich eingeboren ist, es in diesem Moment niemanden mehr gab, der ihnen das Recht garantieren konnte und keine staatliche oder zwischenstaatliche Autorität bereit war, es zu beschützen. Mit dem Verlust der Heimat, Verlust der Umwelt einher, in die man hereingeboren ist und innerhalb derer Raum gibt. Jählings gab es auf der Erde keinen Platz mehr, wohin Wanderer gehen konnten, ohne den schärfsten Einschränkungen unterworfen zu sein, kein Land, das sie assimilierte, kein Territorium, auf dem sie eine neue Gemeinschaft errichten konnten. Whither would you go? Zwangsläufig benötigen diejenigen, die auf der Flucht sind, an der Grenze aufgehalten werden oder sich im Niemandsland befinden, jemanden, der oder die für sie sprechen kann. The Stranger's Case, also der Film des Globe, folgt eben dieser Logik. Die Gegenüberstellung der SprecherInnen mit den Geflüchteten illustriert die antike Differenzierung zwischen Bios und Zoe, zwischen politischem Leben und biologischem Leben, die der italienische Philosoph Giorgio Agamben in seinen Geschichten, in seinen Schriften diskutiert hat. Und hier fühle ich mich nun berufen zu sagen, dass ich Agamben zusehends nicht mehr so sehr gerne zitiere. Ich mache es jetzt trotzdem, weil ich brauche das Argument nach seinen etwas umstrittenen
Kommentaren zur Corona-Krise. Also, Bios und Zoe, politisches Leben, biologisches Leben. Vor diesem Hintergrund nun impliziert, nein, gar nicht wahr, ich habe einen Satz übersprungen. Also, den Geflüchteten eignet nur das nackte Leben. Vor diesem Hintergrund nun impliziert The Stranger's Case das Versprechen, dass durch Mitleid und Wohltätigkeit das Leid der Fremden beendet werden könne. Und sie, ebenso wie die SchauspielerInnen, aber auch wie Yasmin Kadi und die sudanesischen bzw. syrischen AmateurInnen, zu sprechenden Subjekten werden können. Es ist ein Versprechen der Bürgerrechte, das jedoch nicht benennt, wie genau den Recht und Sprachlosen diese Rechte zuteil werden sollen. Vermutlich kann man das in einem solchen kurzen Filmclip, Videoclip aber auch gar nicht erwarten. Der Bezug auf Sir Thomas Moore ist für ein solches Projekt allerdings insofern problematisch, als die vorgetragenen Textpassagen gerade nicht das Plädoyer für bedingungslose Gastfreundschaft gegenüber den Fremden ist, als dass sie wiederholt gelesen worden ist. Stattdessen vermengt die Rede den Gedanken universeller Brüderlichkeit mit dem Gehorsam der Untertanen gegenüber dem Souverän, wie es Nina Levin formuliert hat. Moore erinnert die Aufständischen daran, dass sie ihre Bürgerrechte sehr schnell verlieren und, wenn der König Gnade walten und sie nicht hinrichten lässt, sie selbst zu Flüchtlingen werden können. Whither would you go? What country, by the nature of your error, should give you harbor? In The Stranger's Case, wie auch in McKellens Vortrag während der RSC-Gala, wurde Moores Rede deutlich gekürzt. Es fehlen Zeilen, die klar Shakespeare zugeschrieben werden, nämlich Moores Vorwurf an die BürgerInnen, sie würden den Frieden stören und sich mit ihrem Aufstand gegen die staatlichen Autoritäten auch gegen Gott erheben. Die Idee von Gottes Gnadentum und die Forderung nach bedingungsloser Unterwerfung unter den Souveränen passen wohl nicht in die heutige Welt. Und sie würden auch der Idee eines aufgeklärten Shakespeares widersprechen. Moores vollständige Rede ist tatsächlich weniger ein Ruf für mehr Mitgefühl, sondern vielmehr eine Warnung, lesbar auch als Antizipation von Hannah Arendts Überlegungen zum Status von Geflüchteten. Als jemand, die 1933 ins Exil getrieben wurde und der 1937 ihre deutsche Staatsbürgerschaft entzogen wurde, stand Arendt der Idee von angeblich unveräußerlichen Menschenrechten skeptisch gegenüber. Der Begriff der Menschenrechte, schreibt sie, brach in der Tat in dem Augenblick zusammen, wo Menschen sich wirklich nur noch auf sie und keine national garantierten Rechte mehr berufen konnten. Vor der abstrakten Nacktheit des Menschseins hat die Welt keinerlei Ehrfurcht empfunden. Die Menschenwürde war offenbar durch das bloße auch ein Menschsein nicht zu realisieren. Und weiter, es ist die alte Vogelfreiheit, welche die Staatenlosigkeit heute über die Flüchtlinge in aller Welt verhängt. Nur dass die alte Voraussetzung, dass Vogelfreiheit Folge einer Handlung ist, mit der sich der Betroffene selbst und freiwillig aus der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen hat, nicht mehr zutrifft. Die Parallelen zwischen Arendts Analyse und der Warnung in Moores Rede werden so deutlich. Er spricht als Vertreter der Autorität, durch die die Aufständischen für vogelfrei erklärt und auf ihr bloßes Menschsein reduziert werden können. In dieser Situation können sie nichts erwarten und nichts verlangen. Ihnen bleibt nur die vage Hoffnung, dass ihnen irgendjemand Gastfreundschaft anbietet. Aber sie müssen auch mit dem Tod rechnen. Denn, noch einmal Arendt, ihre Unbezogenheit zur Welt, ihre Weltlosigkeit ist wie eine Aufforderung zum Mord. Insofern der Tod von Menschen, die außerhalb aller weltlichen Bezüge rechtlicher, sozialer und politischer Art stehen, ohne jede Konsequenzen für die Überlebenden bleibt. Nun werden Sie einwenden, dass es heute nicht mehr ohne Konsequenzen bleibt oder bleiben würde, wenn man Geflüchtete ermordet. Nein, aber man kann sie straflos aufs Meer zurücktreiben, man kann Seenothilfe unterlassen, man kann sie in überfüllte Lager sperren, ohne ausreichende medizinische Versorgung und ohne Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen. Man kann ihnen das Recht auf Freizügigkeit verwehren, man kann ihnen verbieten zu arbeiten, man kann ihnen verbieten, mit ihren Familien zusammenzuleben. Aber so werden Sie vielleicht nochmal nachhaken, in The Stranger's Case geht es um etwas anderes als eine politische Analyse, wie Arendt sie in ihrem rund 1000-seitigen Band vorlegt, natürlich. Und man könnte auch argumentieren, dass der Film die Rede insofern demokratisiert, als er sie auf viele Sprecher und Sprecherinnen aufteilt, die alle eben nicht mit souveräner Herrschaft assoziiert werden. Auf diese Weise lässt sich die Passage tatsächlich für ein humanitäres Projekt adaptieren. Aber worum geht es jetzt eigentlich genau in diesem Projekt? Wer wird eigentlich adressiert? Falls Sie den Film gesehen haben oder die Fremden gelesen haben, waren Sie gerührt?
Haben Sie Mitgefühl empfunden? Ich will die Berechtigung einer solchen affektiven Reaktion gar nicht bestreiten und ich will mich davon auch nicht selbst ausnehmen. Ich glaube, dass The Stranger's Case genau auf eine solche emotionale Affizierung abzielt. Der Film lässt Emotionen zirkulieren und dies ist eine Vorstellung oder ein Begriff, den ich von der britisch-australischen Kulturtheoretikerin und Feministin Sarah Ahmed übernehme. Lassen Sie mich ganz kurz ausholen. Ahmed spricht von affektiver Ökonomie und meint damit die Produktion, den Austausch und die Bestätigung von Emotionen als Basis von Gemeinschaften. Ein alltägliches Beispiel, das bietet sich an, weil heute die Europameisterschaft beginnt, Fußball-Europameisterschaft. Ein Beispiel wären die Reaktionen von Fans nach einem gewonnenen Fußballspiel. Ein gemeinschaftliches Glücksgefühl nach einem Sieg existiert nicht einfach so, sondern es wird performiert und dadurch erst hervorgerufen und verstärkt. Zum Beispiel durch Rituale wie gemeinsame Gesänge oder auch eine ausgelassene Feier im Vereinslokal. Rassismus ist ein anderes Beispiel. Es verbindet den Hass auf Fremde mit der Beteuerung der Liebe für das Konstrukt einer weißen Rasse, in Anführungszeichen. Und diese Emotionen werden verbal, aber bisweilen auch durch physische Gewalt immer wieder aufs Neue inszeniert, also auch performiert. Auf diese Weise werden Grenzen zwischen Körpern gezogen, die aufgrund der ihnen zugeschriebenen Attribute geliebt werden und solchen Körpern, die gehasst werden. Liebe und Hass bleibt an diesen Körpern kleben, schreibt Ahmed. Sie werden mit diesen Emotionen assoziiert. Für Ahmed ist es eben diese Zirkulation von Emotionen, die ein soziales Gefüge zusammenhält und den Individuen einen affektiv aufgeladenen Ort anbietet. Eine solche affektive oder eine solche Zirkulation von Emotionen prägt auch die ersten Szenen von Sir Thomas More. Ich habe bereits kurz den Konflikt zwischen den Londoner BürgerInnen und den Lombarden erwähnt, zwischen dem Zimmermann Williamson und den Adligen Francis de Bart und Cavalier. Als sich Williamson über die Lombarden beschwert und Entschädigung beansprucht, wird er selbst bestraft. Der dadurch provozierte Aufruhr bleibt aber nicht mehr auf den ursprünglichen Konflikt beschränkt. Nun wird allen Fremden vorgeworfen, das Gesetz zu brechen, für die wirtschaftlichen Nöte der Londoner BürgerInnen verantwortlich zu sein und Krankheiten zu verbreiten. Lincoln ruft die übrigen Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Privilegien und die Provokationen der Fremden nicht länger hinzunehmen, sondern sich auch mit Gewalt zur Wehr zu setzen und ihre Häuser in Brand zu setzen. Ich habe das jetzt hier nicht übersetzt. Ich traue mich nicht, frühneuzeitliche Dramen zu übersetzen, aber es geht darum, was ich gerade gesagt habe. Es heißt dort, then gallant bloods, you whose free souls to scorn, to bear the enforced wrongs of aliens, add rage to resolution, fire the houses of these audacious strangers. This is St. Martin's, and yonder dwells Mortis, a wealthy Picardy, at the Green Gate, the Bart, Peter von Hollock, Adrian Martin, with many more outlandish fugitives. Shall these enjoy more privilege than we in our own country? Let's become their slaves. Since justice keeps not them in greater awe, we'll be ourselves rough ministers at law. Lincoln zieht klare Grenzen zwischen den BürgerInnen und den Fremden, zwischen us und them, zwischen uns und ihnen, zwischen selbst und anderen. Er argumentiert, dass die Fremden die Ordnung der Gemeinschaft gestört hätten und deshalb vertrieben oder eben getötet werden müssten, ohne jede Gnade. Worauf ich hinaus will: Der Anfang des Stücks zeigt die Herausbildung von zwei einander gegenüberstehenden Gemeinschaften, die durch die Zirkulation von Emotionen, nämlich Hass einerseits, die Verachtung der Lombarden gegenüber den Bürgerinnen andererseits, konstituiert und bestätigt werden. Die affektive Gemeinschaft der Lombarden erscheint im Film nicht und auch nicht in den anderen Bearbeitungen, die ich erwähnt habe. Stattdessen ist es die Phobie der BürgerInnen vor dem oder den Fremden, die der Film in den Blick nimmt und die er kritisiert. Aber auf diese Weise bricht er eben nicht mit der konventionellen affektiven Besetzung der Fremden, die Ahmed als Fetischisierung beschreibt. Und die kann positiv oder negativ sein, nämlich ihrer Konstruktion als Figur einer kollektiven Fantasie, die entweder willkommen geheißen oder zurückgewiesen wird, die begehrt oder gefürchtet wird, ohne dass genauer reflektiert wird, warum eigentlich jemand zu einem oder einer Fremden wird. Eine solche Fetischisierung
ist eng mit medialen Repräsentationen von Flucht und Migration verbunden, auf die ich bereits verwiesen habe. Nicht zuletzt mit dem ikonischen Bild der Mutter mit einem Kleinkind auf den Armen, gewissermaßen eine säkulare Adaption der christlichen Darstellung der Madonna mit dem Kind. In The Stranger's Case ist diese Mutter, oder ist es der Vater, oder ist es jemand anderes, bar jeder Individualität und sogar des Geschlechts. Er oder sie ist auf eine Figur reduziert, die bestenfalls Elternschaft konnotiert und deren einzige Funktion darin besteht, das Gesicht des kleinen Kindes den ZuschauerInnen zu zeigen. Liebe und Hass sind starke Emotionen, die positive und negative Bindungen regulieren. Im Unterschied dazu ist Mitleid eine Emotion, die eher Distanz markiert, denn sie beruht auf einer hierarchischen Unterscheidung zwischen denen, die leiden, und denen, die sie bemitleiden. Hannah Arendt schreibt, sowohl die leidenschaftliche Anteilnahme am fremden Leid wie die Perversion dieses echten Leidens in das gefühlsselige Mitleid stehen außerhalb der Politik. Mitleid zementiert die Ungleichheiten zwischen dem fühlenden Subjekt und dem Objekt des Mitleids. Es ist zudem ein angenehmes Gefühl, das man um seiner selbst genießen kann. Es führt, so Arendt, beinahe automatisch dazu, den Anlass des Gefühls, also das Leiden der anderen, zu glorifizieren. The Stranger's Case etabliert folglich eine affektive Gemeinschaft von Gleichgesinnten, von uns, durch die Erregung und Zirkulation von Mitleid für die Geflüchteten. Ihr Leiden ist tatsächlich herzzerreißend. Es wird den ZuschauerInnen in kurzen Bildern vor Augen geführt. Empathie im Sinne von Nachempfinden wird dadurch nicht möglich. Wir leiden nicht mit, wenn wir Mitleid empfinden. Mit Bezug auf ikonische Repräsentationen von Geflüchteten argumentiert Sarah Ahmed, dass das Bild des Kindes Unschuld konnotiert. Das ist aber auch potenziell bedrohliche kulturelle Differenz durch das Versprechen von Ähnlichkeit aufhebt. Die Logik dabei ist, dieses Kind könnte auch meins sein. Das Leiden des Kindes bringt uns anderen näher, denn ich kann mir vorstellen, was andere fühlen, wenn sie das leidende Kind sehen. Zudem wird in diesem Prozess das mitleidende Subjekt nobilitiert. Das Leiden von Geflüchteten scheint durch Mitleid heilbar zu sein. Der Imperativ am Ende des Films Share Now gewinnt damit eine doppelte Bedeutung. Er bezieht sich auf die moralische Verpflichtung zu spenden und die Geflüchteten zu unterstützen. Aber es ist auch die Einladung, den Film mit anderen zu teilen, in den sozialen Medien oder einfach dem Hashtag Stand with Refugees zu folgen. Dies ist eine Form von politischem Engagement, das auf der Verbreitung von Affektivität in den sozialen Medien basiert und sich darin auch erschöpft. Es begründet digitale Konnektivität mit Gleichgesinnten, aber keine Verbindung mit den Geflüchteten. Lassen Sie mich abschließend kurz meine Argumentation zusammenfassen. Der Film liefert eine zeitgenössische Adaption und Revision frühneuzeitlicher Geschichte und des Geschichtsdramas. Die Ereignisse des Evil May Day sind ausgeblendet und Moores Beschwörung der Macht des Souveräns ist deutlich gekürzt. Die Passage erscheint nun als emotional aufgeladene Rede, die für Mitgefühl mit den Fremden plädiert und die den Fokus von den Aufständischen auf die Fremden verschiebt. Der Film suggeriert, dass diese Rede aus einem Geschichtsdrama um 1600 uns die Wirklichkeit von Fluchtbewegungen im 21. Jahrhundert erkennen lässt. Auf diese Weise werden sowohl die frühneuzeitliche Geschichte und die Gegenwart enthistorisiert und sämtliche Formen von Exil, Flucht und Migration unter einem universellen Konstrukt von Refugees subsumiert. Das wird durch die nicht näher identifizierten Schauplätze der eingeschobenen Bilder unterstrichen, aber auch durch die Biografien der Sprecher und Sprecherinnen, die weitere Konflikte, die durch sie ausgelösten Fluchtbewegungen in den Blick bringen. Nämlich die Bürgerkriege in Sierra Leone von 1991 bis 2002, im Südsudan von 2013 bis zum letzten Jahr und in Syrien, wo der Bürgerkrieg, wie Sie wissen, 2011 begonnen hat. Die Amateure und Amateurinnen auf der Bühne verleihen dem Film Authentizität. Sie agieren zwar wie die Stars an ihrer Seite als SchauspielerInnen, aber gleichzeitig sind sie lesbar als historische Figuren aus der jüngeren Vergangenheit, die selbst erlebt haben, was es bedeutet, auf der Flucht gewesen zu sein. Dieser Eindruck von Authentizität wird zudem durch die eingeschobenen Bilder bzw. Clips unterstützt. Sie verwischen die Grenzen zwischen Fiktion und Realität, zwischen dem Theater und einer Dokumentation.
Das Globe ist ein idealer Ort für ein solches Projekt, weil das Theater metonymisch mit Shakespeare verknüpft ist. Als mehr oder weniger authentischer Wiederaufbau des frühneuzeitlichen Globe schafft es einen Schauplatz für die Begegnung zwischen früher Neuzeit und Gegenwart, indem der Film die Figur des Thomas More in den Hintergrund treten lässt und die Zeilen einer Gruppe von SprecherInnen übergibt, verändert sich der Charakter der Rede und wird nun nicht mehr zu Moores, sondern zu Shakespeares Rede, zu Shakespeares Weckruf, zu seinem Rallying Cry for Humanity. Shakespeares Stimme ist machtvoll aufgrund seines kanonischen Status als Humanist. Er scheint moralische Orientierung über Jahrhunderte zu bieten und die Feierlichkeiten von 2016 hatten ja auch immer wieder betont, dass Shakespeare weiterhin lebendig ist. Und hieraus entwickelt The Stranger's Case eine starke affektive Kraft, deren Ambivalenzen ich versucht habe herauszuarbeiten. Sie hören meine Skepsis gegenüber diesem Unterfangen, die war nicht verborgen, so gut gemeint dieser Film auch gewesen sein mag. In seinem Essay What is the Contemporary hat nochmal Giorgio Agamben argumentiert, dass der wahre Zeitgenosse eine liminale oder unzeitgemäße Position gegenüber der Gegenwart einnehmen muss, um ihre Widersprüche, Latenzen und Tendenzen erkennen zu können. Der Film suggeriert, dass Shakespeare tatsächlich ein derartiger unzeitgemäßer Zeitgenosse sein kann. Und doch würde ich argumentieren, dass das Projekt durch seine Sentimentalität, die universalisierenden Gesten und die Bardolatrie eine politische Analyse der Gegenwart konterkariert. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. So, und jetzt beende ich die Freigabe und dann kann ich Sie auch sehen. So, ich sehe jetzt gerade im Chat sind schon einige Kommentare. Sie können ja noch mal überlegen und dann ihre virtuelle Hand heben. Hier ist ein Kommentar. Mir scheint, dass Frau Schültings Vortrag jedenfalls bisher am angekündigten Thema etwas vorbeigeht. Zu wenig Shakespeare bisher. Das tut mir leid. Vielleicht können wir das dann noch mal diskutieren. Es ist halt die Passage von Shakespeare und ihre Interpretation in dem Film, die sehr viel mit der Rolle und der Figur Shakespeares und ich meine auch eben mit Bardolatrie zu tun hat. Ina Habermann, Dankeschön, hat da auch schon zu kommentiert. Das war es, was ich jetzt im Chat sehe. Wer möchte eine Frage stellen? Oder kommentieren. Bitte kritisieren Sie mich ruhig auch. Das macht mir nichts. Ich sehe keine. Silvia Miskowski. Ja, hallo, hallo Sabine. Hallo Vielen Dank für Silvia. den schönen Vortrag. Ich wollte dich bitten, nochmal was zur Refugeeness als Konzept zu sagen. Du hattest ja markiert, dass das nicht so einfach zu übersetzen ist, aber vielleicht kannst du ein paar diskursive Fäden rausziehen, die sich darin verknoten. Also zum Beispiel, was mich besonders interessiert, ich kenne die Definition jetzt nicht, aber das Sentimentale scheint mir doch schon eine konstitutive Komponente zu sein. Und vielleicht kannst du noch ein paar mehr nennen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Also ich habe es jetzt ganz einfach verwendet und habe es von Naios übernommen als Konglomerat von Bildern, Assoziationen, Narrativen, aber tatsächlich auch, was habe ich gesagt, Emotionen, Bilder, Narrativen, Schauplätzen, die mit Flucht verbunden werden, die assoziiert werden im
kulturellen Imaginären, könnte man jetzt sagen. Und das wären bestimmte Schauplätze, das Flüchtlingscamp, die Figur des Flüchtlings, des Geflüchteten, der Geflüchteten auf Fluchtrouten. Das sind aber eben dann auch ikonische Bilder wie die, die ich gezeigt habe, wo ich glaube, dass gerade die Mutter mit Kind wohl eine der am stärksten aufgeladenen Figuren ist. So habe ich den Begriff jetzt von Nayas übernommen. Und so meine ich auch, dass er ihn verwendet. Und ich glaube, dass diese Idee von Refugeeness durch diese verschiedenen eingeschobenen, ganz kurzen Momente, diese Bilder, diese dokumentarischen Bilder von Flüchtlingscamps, von Kriegsschauplätzen, von Flüchtlingen auf der Route von Schiffsunglücken und so weiter. Genau das wird hier konstruiert und wird wirklich so blitzlichtartig eingeschoben. Vielen Dank. Ich kann Ihren Namen nicht aussprechen, Entschuldigung. Schala. Michael Cicala. Cicala, genau, eigentlich ist es ganz einfach, entschuldigen Sie. Fand Ihren Vortrag auch sehr, sehr überzeugend. Ich hatte eigentlich nach der Ankündigung fast schon befürchtet, dass es in eine andere Richtung gehen würde, aber Das, was Sie gesagt haben, das ist für mich in jeder Hinsicht zustimmungsfähig. Wenn man denn, weil es ja eben diesen einen kritischen Punkt gab, wenn man denn sich ein bisschen mehr auf das Stück einlassen möchte, ist es dann nicht so, wenn man etwa die Frage stellt, welche Perspektive affirmiert denn dieses Stück in Bezug auf Morus, ja, dass man dann noch mehr auf Distanz gehen müsste zu der Instrumentalisierung, die Sie als solche herauspräpariert haben. Ja, stimme ich Ihnen absolut zu. Was hatten Sie denn befürchtet? Mal eine kleine Gegenfrage. Ich hatte jetzt fast ein bisschen gedacht, Sie würden es ganz anders machen. Hatten wir auf einem Shakespeare-Tag ja auch schon mal. Also da sind die guten Absichten, von denen wir uns ja keineswegs distanzieren, das ist völlig klar. Aber nicht nur als Shakespeare-Philologen, sondern auch als Leute, die politisch denken wollen, finden wir das ein bisschen problematisch, wenn man Shakespeares Texte in dieser Weise nutzt oder eine Rede herausnimmt aus einem Stück, out of context, dann so etwas damit macht. Genau, ja. Also Morus ist eine sehr problematische Figur, ja. Und das ist auch ein herausforderndes Stück. Was soll da eigentlich gesagt werden am Ende, ja. über Morus? Und wenn Morus derjenige ist, der für Flüchtlinge plädiert, dann ist das der Despot Heinrich VIII. Ja auch, der im Übrigen ebenfalls humanistisch gebildet war. Also das sind nicht so die Kategorien, mit denen man arbeiten kann, wenn man sich diesem Stück historisch kritisch nähert. Ja, dem stimme ich vollständig zu. Wer möchte? Ich sehe jetzt auch nichts im Chat. Herr Wenzel hat sich gemeldet. Ja. Okay, entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht gesehen. Ja, kein Problem. Ich wollte die Frage stellen, ob die Kritik an dem Film als nicht hinreichend different, historisch, ob das nicht doch eine sehr stark eine Sicht ist, die von der Shakespeare-Forschung herkommt. Und ob aus der Sicht des Theaters nicht einfach immer die Notwendigkeit besteht, Shakespeare zu our contemporary zu machen. Wenn man sich die interessanten Shakespeare-Aufführungen ansieht, in den einzelnen Dekaden,
Shakespeare nahe dem absurden Theater und auch eigentlich alle anderen modernen Shakespeare-Aufführungen des Merchant of Venice zum Beispiel mit Shylock, dann ist es doch immer so, dass das Theater versuchen muss, Gegenwart und Shakespeare zusammenzubringen und Shakespeare für die Gegenwart zu, ja, funktionalisieren. Das haben Sie kritisiert. Aber ist das aus der Sicht des Theaters nicht einfach notwendig, so mit Shakespeare umzugehen? Und muss man dann nicht sagen, dass das, was die Leute da mit dem Film gemacht haben, ist eben doch ganz legitim, auch wenn das natürlich nicht unser spezifisches Forschungsinteresse an dem Stück befriedigen kann? Ich will Ihnen da gar nicht widersprechen. Ich glaube, meine Kritik ist nicht daran, dass das Theater ein Stück auf die Bühne bringt und zu aktuellen Debatten in Bezug setzt. Wie Sie ganz richtig sagen, dass genau das ist es, was Theater macht. Und das ist es ja unter anderem auch, was das Theater so interessant macht. Und deswegen schauen wir uns immer wieder den Shakespeare an und neue Shakespeare-Inszenierungen und schauen, wie dann jeweils wieder ein Bezug hergestellt wird. Also aus meiner Sicht gibt es nichts Langweiligeres als historisierende Shakespeare-Inszenierungen, die genau diesen Brückenschlag zur Gegenwart nicht machen. Also darum geht es mir nicht. Es geht mir um die Art und Weise, wie da eine Verbindung hergestellt wird. Und die finde ich problematisch. Die finde ich problematisch, weil sie mit einer Form von Repräsentation, weil sie mit einer bestimmten Repräsentation von Geflüchteten arbeitet, die ich kulturpolitisch, politisch, wie auch immer problematisch finde, weil sie Stereotyp ist und weil sie dann eine bestimmte emotionale Wirkung hervorzurufen sucht, die sich letztlich auf Mitleiden beschränkt. Und das ist es vielleicht, was ich schwierig finde. Ich hätte ein anderes Beispiel. Ich habe die Inszenierung selbst nicht gesehen, habe aber darüber gelesen. Und zwar war das im Theater Münster 2017, 2018 eine Kaufmann von Venedig-Inszenierung von Stefan Otteni, Regisseur. Die war nicht zuletzt insofern auch interessant, als Shylocks Rede hat nicht ein Jude Augen und so weiter. Auch von Morocco, also dem arabischen, nordafrikanischen Werber um Portia und auch von Nerissa gesprochen wird. Und dann heißt es, hat nicht auch ein Muslim oder hat nicht auch eine Frau Organe und so weiter. Dann wurde aber offensichtlich am Ende von Akt 2, Szene 7, wurde von einer Allegorie der Liebe, also Liebe, gesprochen. Als ich das erst gelesen habe, dachte ich, oh mein Gott, wie schrecklich, wie außerordentlich kitschig. Während diese Rede aber gesprochen wurde auf der Bühne, stand wohl im Publikum jemand auf, und ich vermute, dass es Teil der Inszenierung war, der also unter Protest dann das Theater verlassen hat. Und in der Lobby gab es auch vermutlich Schauspieler, Schauspielerinnen, das wurde nie so richtig geklärt, aber ich denke, dass es Teil der Inszenierung ist, die die Handblätter verteilt haben, überall sind Fremde, also besorgte Bürger und Bürgerinnen, die also vor der Überfremdung waren. Ich finde diese Einbettung der Szene, die Fremden, die auch absolut aktualisiert, und ihnen Bezug 2017, 2018 genau zu der gleichen Debatte um Geflüchtete und die sogenannte Flüchtlingskrise herstellte, finde ich deutlich komplexer und widersprüchlicher. Also wo man gar nicht mehr genau wusste, wo hört jetzt eigentlich das Theater auf, wo fängt der Protest, den wir natürlich auch von außerhalb, von den Straßen der Republik kennen, wo hört das auf? Die Frage nach Antisemitismus wird mit Islamophobie verschränkt.
auch mit Sexismus. Und diese Allegorie der Liebe wird dann plötzlich auch macht so ein fast utopisches Moment auf. Wie sie dann auch in dem Stück in der Inszenierung zu sehen wird, widerspricht. Also das finde ich eine deutlich gelungenere Aktualisierung und eine deutlich widersprüchlichere Aktualisierung, die wegkommt von dieser Sentimentalität. Ich glaube, mich nervt diese affektive Aufladung mit dem Mitleid. Das stört mich an den verschiedenen, Rezitation dieser Rede, wie man sie dann eben auch in der RC-Gala gesehen hat. Ich weiß nicht, ob wir uns da so ein bisschen treffen können, Herr Wenzel. Ja, was Sie sagen, ist sicherlich richtig. Zur Verteidigung des Films kann man vielleicht dann noch anführen, dass ein Theaterpublikum natürlich ein ganz anderes Publikum ist als das Publikum der Öffentlichkeit, was der Film erreichen will. Und ich denke, für einen Film ist es eben schon wichtig, an Emotionen zu appellieren und bestimmte Schemata dafür auszunutzen, was das Theater nicht machen würde, weil im Theater einfach ein ausgewähltes Publikum sitzt, jedenfalls im Vergleich zu dem Massenpublikum, was man mit so einem Film ansprechen möchte. Ja, ich glaube gar nicht, dass ein Massenpublikum, das sich jetzt einen Film von Shakespeare's Globe anguckt, weniger Widersprüche aushalten würde als ein Theaterpublikum in Münster. Ich habe selbst in Münster studiert, ich kenne da so ein bisschen das Publikum. Das weiß ich gar nicht, das würde ich so gar nicht sehen. Vielleicht ist die grundsätzliche Frage, warum muss man solche Filme überhaupt mit Shakespeare machen? Ich meine, was ist eigentlich der Sinn und Zweck dieses Films? Der soll uns affizieren, wir sollen Mitleid empfinden, wir sollen diesem Hashtag folgen, wir sollen vielleicht spenden für das Flüchtlingskomitee. Aber was bringt er denn sonst? Also vielleicht geht es mir wirklich grundsätzlich um diese Form von Film. Und es geht mir dann auch darum, es geht mir auch darum, ob was Shakespeare da eigentlich drin zu suchen hat, glaube ich. Das spricht nicht gegen Shakespeare. Ich beschäftige mich seit... oh mein Gott, einen größeren Teil meines erwachsenen Lebens mit Shakespeare. Aber ich frage mich, ob es sinnvoll ist, Shakespeare und Flüchtlingsdebatte um Geflüchtete so zu verweben, wie es der Film tut. Herr Mayer. Ja, vielen Dank. Das könnte vielleicht da anschließen, die Frage, inwiefern würden Sie sagen, dass man denn die Erfahrung oder Problematik des Schiffbruchs bei Shakespeare insgesamt als eine menschliche Notsituation, als eine Grunderfahrung verfolgen kann, bis hin zum Sturm eben? Und wie würden Sie diese Grunderfahrung mit Vorstellungen notwendiger Ordnung auch bei Shakespeare in Verbindung bringen, die ja auch in diesem Zitat aus dem Moore-Stück eine Rolle gespielt hat? Ob Sie dazu was sagen? Das ist ein wichtiger Punkt. Also Sie haben den Sturm genannt, man könnte auch den Perikles nehmen, man könnte auch Twelfth Night als Beispiele nehmen. Der Schiffbruch spielt eine große Rolle und wir sehen in den Stücken immer wieder die Schiffbrüchigen in einer, ich würde es vielleicht als prekäre Situation, sie sind ausgeliefert,
sie sind vollkommen schutzlos, nicht nur den, also der Natur, den Wellen, dem Meer ausgeliefert, sondern eben sie wissen dann eben auch nicht, was erwartet sie. Wer ist da eigentlich der Herrscher? Erwartet sie der Tod? Erwartet sie die Gastfreundschaft? Und ich glaube, diese Momente, das habe ich mal vor einiger Zeit in einem Aufsatz, wo ich auch kurz auf den Moor zu sprechen komme, habe ich mal das diskutiert. Ich glaube, dass in den Stücken genau dieser Moment der Ankunft und diese prekäre Situation, diese Ungewissheit, die also ein absoluter Ausgeliefertsein auch bedeutet, der auch wirklich inszeniert wird. Und dann ergibt sich das, ob man jetzt Gewalt erfährt, ob man verfolgt wird, ob man sich verstecken muss, ob man Männerkleider anziehen muss oder Frauen dann Männerkleider anziehen muss. Und. Aber ich glaube, dass es da in verschiedenen Shakespeare-Stücken, in den Romanzen, aber eben auch in der Komödie so ein Interesse daran gibt, sich diesen Moment anzuschauen und die sich und diese Situation des absoluten Ausgeliefertseins wirklich auf die Bühne zu bringen und zu problematisieren. Ich weiß nicht, ob Sie da noch weitere Überlegungen haben zu dem Thema. Ich finde das eine ganz spannende Frage. Es leuchtet mir sehr ein, was Sie sagen dazu. Es war noch die Überlegung im Anschluss, inwiefern reagiert Shakespeare angesichts solcher elementarer oder prekärer Situationen mit auf. Ordnungsvorstellungen. Ja, inwiefern ist es, gibt es den Bedarf und die Rechtfertigung, die Legitimation von Ordnungen dann, also inwiefern muss das soziale Gefüge diesem Chaos der Natur entgegenarbeiten und kann man da auch eine politische Lesart Shakespeares festmachen? Naja, es gibt dann natürlich politische Ordnungen, mit denen dann die Schiffbrüchigen konfrontiert werden, sei es nun der Prospero im Tempest und so weiter. Und letztlich sehen sich die Geflüchteten dann natürlich auch mit dieser Ordnung und mit der Macht, die dieser Ordnung einhergeht, konfrontiert. Ich würde schon sagen, dass diese Ordnung schon auch problematisiert wird in der Gewalt, die sie ausübt, die dann beispielsweise im Sturm von Ariel auch kommentiert wird und problematisiert wird. Aber ich glaube schon, dass dieser Punkt verhandelt wird. Ich glaube nicht mit einer vollständigen und vollkommen einseitigen Bestätigung politischer Ordnung noch mit einer vollständigen Kritik davon, aber schon mit dem Problem, mit der Gewalt, mit dem Leiden, was damit einhergeht, mit der Notwendigkeit, sich zu verstecken oder aber trotzdem wird diese Ordnung dann auch zeigt sie sich und manifestiert sie sich. Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Irgendwie werden die Namen immer nur so halb angezeigt. Herr Cicala, genau. Ja, sollte man nicht einfach mal das ein bisschen zuspitzen und sagen, es geht hier nicht um Themen, sondern es geht um Rhetorik. Ja, sozusagen. Es geht um Rhetorik. Wie bringt man den Pöbel zur Raison, wenn man es mal ganz brutal formuliert? Das ist in London eine ganz normale Situation. Das ist genauso wie im alten Rom. Da haben wir ja dasselbe bei Shakespeare auch. Und dann sind das eben Topoi, um die es hier geht. Gemeinplätze, die man einsetzt, um dann auch erfolgreich zu sein. Der historische Morus war es nicht, aber dieser Morus im Stück ist es. Und die Themen des Stücks sind andere. Da geht es wirklich um die Suprematsakte und da geht es darum, dass Morus Elisabeth für eine illegitime Herrscherin hätte halten müssen, wenn er sie als Herrscherin erlebt hätte. Ja, das ist das eigentlich spannende Thema des Stücks. Klar,
Darüber habe ich heute nicht gesprochen. Klar geht es um Rhetorik und es geht um eine Rhetorik, die auf der einen Seite auf der Bühne zu hören ist, zu sehen ist, deren Wirkung auf die Figuren des Stücks, nämlich die Londoner Bürger und Bürgerinnen, zu sehen ist, die dann aber natürlich auch eine besondere Macht oder ja, auf das Publikum auswirkt. Jetzt weiß ich nicht genau, ob das jetzt eine Gegenrede zu dem war, was ich gesagt habe. Nein, das nicht. Nee, okay, gut. Ich sehe jetzt keine Kommentare mehr, keine Hände. Sehe ich noch was im Chat? Nein. Frau Menzel, vielen herzlichen Dank für den Dank. Ich will jetzt die Diskussion nicht vorzeitig zum Ende bringen, wenn Sie noch Fragen haben. Auf YouTube gibt es auch keine Fragen mehr, wird mir gerade souffliert. Dann würde ich vielleicht mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, auch für Ihre Fragen, für Ihre Anregungen, vor allem auch für Ihre Anwesenheit, Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Bleiben Sie gesund und guter Dinge. Und ich hoffe, dass wir uns im November und andere sehe ich vielleicht schon vorher, uns wiedersehen in gesund und munter und hoffentlich nicht auf dem Bildschirm. Das wäre mein Wunsch. Ich danke Ihnen ganz herzlich und einen schönen Abend. Tschüss. Ich weiß nicht, wer von der Technik oder ob Frau Rudolph noch da ist. Gibt es jetzt für mich noch irgendwas zu tun? Sonst würde ich mich auch ausloggen.